Hallo und willkommen bei Matze baut was, dem Kanal für Modellbau und Elektronik mit der freundlichen Stimme aus dem Off. Aufbau eines U-Boot-Modells. Teil 6, die Hochzeit vom Bug und vom Technikgerüst. Das hier ist ein sogenanntes Schraderventil, wie man es zum Beispiel auch bei Autoreifen einsetzt. Das möchte ich verwenden, um den Druckkörper zu Testzwecken unter Druck zu setzen oder um bei Temperaturunterschieden einen Druckausgleich vornehmen zu können. Da der Bug im vorderen Bereich des Bootes sehr schmal ist, habe ich das Ventil über einen Schlauch am vorderen Schott angeschlossen. Dadurch ist das Ventil leicht erreichbar. Wie gewöhnlich habe ich den Schlauch mit Hilfe eines Kupferdrahtes gesichert. Dieses Ventil ist sogar mit einer Schutzkappe ausgestattet, die einen O-Ring enthält. Dadurch bleibt das Boot auch dicht, selbst wenn das Ventil versagen sollte. Alle Arbeiten, die noch am vorderen Schott zu erledigen sind, muss ich tun, bevor ich den Bug aufsetze. Also lege ich erstmal den O-Ring auf, der das vordere Schott mit dem Druckkörper abdichtet. Der Schlauch für das Entlüftungsventil muss montiert werden. Und natürlich wird er auch gesichert. Und dann stelle ich die Stopfbuchsen für die Ruderanlenkung ein. Damit sich diese Einstellung nicht wieder verändert, benutze ich flüssige Schraubensicherung. Die Durchführungsstangen habe ich vorher gut gefettet und nun stelle ich die Stopfbuchsen nur so fest, dass sich die Durchführung noch leicht bewegen lassen. Und überflüssige Schraubensicherungsflüssigkeit tupfe ich noch weg. Als nächstes kann ich die Ruderanlenkungsstangen einhängen. Man kann hier sehen, dass sich neben dem Hebel eine GFK-Platte befindet. Diese gibt die Bohrung für die Stange nur frei, wenn sich die Ruder in Extremstellungen befinden, die sie im Normalbetrieb niemals einnehmen würden. Das hier ist die Stange zum Ausklappen der Ruder. Und jetzt klappe ich das Ruder weiter aus, als es normal wäre. Und erst jetzt kann ich die Stange einhängen. So wird das Herausrutschen der Stangen aus den Bohrungen verhindert. In den unteren Bereich des Bugs baue ich den Hydraulikverbinder für die Ausfahrgeräte ein. Wie weit dieser aus dem Bug herausragt, kann ich bei Bedarf mit verschieden dicken Aluminiumscheiben einstellen. Auch die Mutter, die ich hier benutze, ist aus Aluminium, um Korrosion durch Elementbildung zu vermeiden. Schließlich kann ich den Schlauch aufstecken, der am anderen Ende eine Hydraulikkupplung besitzt. Diese wird in eine Halterung im Spand eingelegt, an den gleich das vordere Technikgerüst montiert wird. Diese Halterung lässt radiales Spiel für die Hydraulikkupplung zu. Dadurch kann sie sich bei der Montage korrekt zum Stecker ausrichten. Solange das Technikgerüst noch nicht am Platz ist, kann ich noch leicht in jede Montagebohrung eine Schraube einsetzen. Daher mache ich das jetzt. Und nun kommt der große Moment. Die beiden Baugruppen werden zusammengefügt.
Das Entlüftungsventil muss aus dem Weg geräumt werden. Und die Verbindungsgestänge werden in die Stopfbuchsen eingefädelt. Die obere der vier Schrauben, die Bug und Technikrüst zusammenhalten sollen, erreiche ich gerade noch mit einem langen Imbusschlüssel. Für die anderen Schrauben ist jedoch Spezialwerkzeug nötig. Diese flexible Schraubwelle lässt sich in eine beliebige Form biegen und behält dann diese Form auch bei. Wirklich praktisch, dieses Teil. Damit kann ich die Schrauben gerade noch erreichen. Das Entlüftungsventil angle ich mir mit einem Imbusschlüssel aus den Tiefen des Rumpfes. Ich schraube es oben an dem Spand fest. Dadurch wird es später gut erreichbar sein. Jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass die Servos die Anlenkstangen betätigen können. Das Ganze befindet sich in 8 cm Tiefe unter dem Oberdeck. Da komme ich mit meinen kurzen Fingern nicht hin. Daher setze ich die Kontermuttern für die Gabelköpfe mit Hilfe eines Imbusschlüssels auf. Damit ich die Muttern leicht auf das Gewinde schrauben kann, benutze ich ein Stück Silikonschlauch. Die zweite Mutter ist trotzdem schwer zu erreichen. Zum Einfädeln bringe ich sie deshalb mit dem Imbusschlüssel in eine leicht erreichbare Position. Auf den Servos fehlen jetzt noch die Ruderhörner. Die Gabelköpfe habe ich da schon mal angebracht. Und auch hier benutze ich ein Stück Silikonschlauch als Montagehilfe. Ich montiere das Ruderhorn, das an die schlechter erreichbare Stelle gehört, zuerst. So ist mir hier das andere Ruderhorn schon mal nicht im Weg. Jetzt muss ich nur noch die Ruderhörner auf die Servos montieren. Ich benutze wieder den Imbusschlüssel und eine Pinzette als Fingerverlängerung. Zum Schluss werden die Ruderhörner auf die Servos geschraubt. Den Schraubendreher habe ich dazu vorher magnetisiert, damit die Schrauben daran haften bleiben. Die Kontermuttern lege ich mit einem Wattestäbchen an die Gabelköpfe an. Die habe ich natürlich noch mit einem kleinen Schraubenschlüssel festgezogen, aber da waren nur meine Wurstfinger zu sehen. Deswegen erspare ich euch das.
Das Zusammenspiel der gerade montierten Komponenten muss unbedingt noch geprüft werden. Dazu bitte zurücklehnen und genießen. Hier sieht man, wie der Mechanismus die Ruder ausklappt und hier, wie der Anstellwinkel verändert wird. Der Ordnung halber bringe ich die Ruder am Schluss in die eingeklappte Stellung. So sind sie auch vor Beschädigungen geschützt. Wie immer möchte ich am Schluss erwähnen, was ich euch beim nächsten Mal zeige. Da werde ich auf die Besonderheiten eingehen, wie der Antrieb in diesem Boot funktioniert. Bis dahin lasst mir gern ein paar Kommentare da, wenn ihr Anregungen oder Verbesserungsvorschläge habt. Also bis bald. Der Matze sagt wie immer Tschüss.